Hallo ihr Lieben, willkommen zurück, schön, dass ihr da seid, zu einem neuen Video. Und heute habe ich ein ganz besonderes Schätzchen für euch. Die neue Jeffree Star Palette, die Bloodlust Palette, kommt in so einem schönen Karton. Und dann mache ich das mal auf. Und so sieht die Palette aus. Ein Monster, riesig groß. So groß wie mein Kopf. Mit diesem Samtstoff überzogen. Mit der schönen Krone. Ich möchte diese Palette einfach die ganze Zeit nur berühren. Dann hat die hier so ein Goldpinökel dran. Und mit einem gigantischen Spiegel. Nehme ich mal das Plastik ab und so sieht die Palette dann aus. Wunderschöne Farben, super coole eingestanzte Motive, hier so ein Herz. Dann haben wir hier die Guillotine, die Schlange, das Zepter, tolle Palette. Also so auf den ersten Eindruck gefällt sie mir echt gut. Sie ist kritisiert worden, weil sie nicht ganz so lila ist, wie sich das manche gewünscht haben. Ich finde, die lila Töne da drin sind schön. Es ist natürlich eine gemischte Palette. Sie heißt ja auch nicht Violet Blood oder Blood Violet, sondern Blood Lust. Und ich denke, wir können zwei schöne Looks damit schminken. Ich starte mit Your Majesty. Das ist dieser weiße Ton. Mal gucken, ob ich die Palette, die das ganze Video halten kann. Und sette damit einmal das Auge. Concealer, den Fitney Concealer habe ich schon aufgetragen. Ihr werdet wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Video zu der Palette gesehen haben. Aber ich wollte trotzdem auch noch meinen Senf dazugeben. So. Ah, so schöne viele Farben. Ich glaube, ein Auge mache ich eher ein bisschen wärmer und das andere ein bisschen kühler. Dann starte ich mal mit Royal Pain für das erste Auge. Das wird das wärmere. So. Sauberen Lidschattenpinsel. Dann nehme ich mir einmal von Ebeline aus einer LE so ein. Vielen war die Palette auch zu pink. Ich finde, sie hat eine gute Mischung. Und bis jetzt die gewohnt gute Jeffree Star Qualität. Was ich so im ersten Augenblick sagen kann. Dann gehe ich in Hiking. Das ist dieser Ton hier. Auch die Innenfläche ist so ein bisschen satiniert. Ah, schön. Und verdunkel das Ganze noch ein bisschen. Beziehungsweise gebe da noch so einen anderen Farbtouch rein. Ein
In der Kamera ähneln sich die ganz schön. Im Real Life sind das schon zwei verschiedene Farben. Verwandt auf jeden Fall. Sehr schön. Dann. Dann gehe ich mal in Blood Queen. Das ist dieser hier. Und dunkel damit das Ganze noch ein bisschen nach. So, dann nehme ich mir so einen kleinen fluffigeren Pinsel und gehe mal in Pink Magic, das ist dieser Glitzerton hier. Und tupfe das aufs Augenlid auf. Wow, der hat schon ordentlich Wumms. Der kommt viel kühler in der Kamera rüber als im Real Life, glaube ich. Fallout haben sie ein bisschen. Hier seht ihr, ist ein bisschen Fallout. Und dann gehe ich mit demselben Pinsel in Wet Jewel. Das ist dieser hier. Ja, schöner Inner Corner Highlight, so ein Pink mit Silberglitzerreflexen. Finde ich sehr schön. Ja, macht doch einen guten ersten Eindruck, das Palettchen. Ich muss die mal ablegen, die ist so schwer. Und nehme mir meinen kleinen Handspiegel von P2. So, für das andere Auge. Nehme ich mir einmal den Madame Sophisticated Fashion and Luxury Lux Crease von Zoeva. Und gehe in die Farbe Deviant, whatever. Oh, Riesenpalette. Und gebe mir den einmal in die Lidfalte. Oha, der hat aber ordentlich. Der hat ordentlich Bums. Das wird jetzt die kühlere Seite mit den bläulicheren Tönen. Ja, den seht ihr auch. So, jetzt gehe ich in Scandal Water. Das ist dieser Ton hier.
und verdunkel damit noch mal ein bisschen die Lidfalte. Und dann gehe ich ein bisschen in Vivid Mood. Das ist der hier. Mach das mit demselben fluffigen Pinsel und pack den mir aufs Lid drauf. Sehr schön. Dann gehe ich in den dunkelsten Lila-Ton, in Dungeon. Da ist noch ein Schwarz mit lila Glitzerpigmenten dabei, aber den lasse ich jetzt mal. Ich bin ja nicht so, was schwarze Lidschatten angeht, nicht so ganz so firm. Dafür nehme ich mir so einen kleinen Catrice fester gebundenen Pinsel. Und mach das noch ein bisschen smokier. Jetzt sieht es ein bisschen aus wie draufgehauen. Nehme ich nochmal den Blenderpinsel und blende das ein bisschen aus. Oh, die untere Wasserlinie ist jetzt sehr dunkel. Bisschen augenringmäßig jetzt. So, und für den inneren Augenwinkel nehme ich mir jetzt wieder so einen kleinen von Evelyn aus dem DM Drogerie und gehe in Take the Crown. Das ist dieser hier. Ja, kann man auch schön erkennen. Ja, ich kann euch ja noch ein paar von den Farben swatchen, die ich jetzt nicht benutzt habe. Da wäre zum einen Bleeding Heart. Wieso bin ich jetzt so braun da? Oh nein, ich bin in das Schwarz reingekommen.
Executioner, das Schwarz mit den, oh ja, mit den Glitzerpartikeln. Beauty Sleep. Ich muss mal eben meinen Finger abwischen. Okay, mein Finger ist schon gestained. Das ist wirklich bleeding. Okay, dann halt nicht den Finger. Mann, dann swatche ich halt mit der anderen Hand so. Betrayal. Vile Serpent. Und Sworn Enemy. Betrayal ist auch schön, den hätten wir auch schön das Auge nehmen können. Den da. Aber bis auf 6 Farben habe ich alle Farben aus der Palette euch mal zeigen können auf dem Auge. Glitzer. Also alles in allem kein Must-Have, definitiv nicht. Aber für alle, die so auf Pink und lila Töne stehen und auf besonderes Packaging sich das vielleicht irgendwo hinstellen wollen oder auch Sammler sind wie ich, für die ist das schon was. Also ich kann sie nur empfehlen. Ich finde die Looks schön. Ich finde die Farben schön. Ich finde, man kann damit auch mit den ruhigeren Farben arbeiten und dann hat man halt ein bisschen gedeckteres Augen-Make-up. Also wenn man jetzt... Na, gehst du wohl auf? Wenn man jetzt zum Beispiel den hier nimmt und ein bisschen Glitter dazu, dann hat man auch ein ganz ruhiges Augen-Make-up. Oder man arbeitet halt mit nicht so viel verschiedenen Tönen, dann kann man damit auch ein bisschen alltagstauglichere Looks schminken. Passt das hier noch rein? Ja, ist sehr gut. Noch geht die Schublade zu, die Jeffree Star Schublade. Aber langsam ist da kein Platz mehr. Mal gucken, wann da die nächste... wahrscheinlich im Sommer die nächste Edition rausbringt. So, dann machen wir mal noch Mascara drauf. Dafür nehme ich die Isadora Build Up Mascara Extra Volume. Die hatte ich in so einer Probegröße mit in meiner Douglas-Bestellung neulich. Ich bin nicht ganz so großer Fan von der Mascara. Weil ich finde, die macht nicht so viel. Nicht so viel wie meine Essence Lash Princess. Aber ein bisschen was macht die auch. Ich habe ganz viele Anregungen von euch bekommen, zwecks Lidschattenpaletten, nach meinem Lidschattenpaletten-Video. Ich werde meine Drogerie-Lidschattenpaletten, außer meine Sleek-Paletten, werde ich euch auf jeden Fall im nächsten Video zeigen. Und die restlichen meiner High-End-Paletten. Ich habe ja nicht nur High-End-Paletten, ich habe ja auch Drogerie-Paletten. Und... da kommt auf jeden Fall noch ein Video.
So, mit Mascara ist das dann schon wieder ein ganz anderer Schnack. Zeige ich euch die noch mal von nahem. Die Looks. Ihr könnt mir ja gerne mal dazu schreiben, ob ihr die interessant findet, die Palette, und ob die euch anspricht oder eher nicht so. Und alles, was euch sonst noch so einfällt, gerne in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Küsschen an euch und bis dann. Tschüss.